Hallo lieber Skorpion, wir legen heute für die Liebe für Skorpion im Oktober. So, dann schauen wir mal, oh, da kommt schon die erste. Was bei Skorpion im Oktober 2021 los ist in der Liebe? Wir haben die 8 der Münzen. Unsere Skorpion. Oh, 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 oh. Schauen wir mal, das sind mir fast zu viele. Wir merken es uns. Nochmal. Okay, okay, okay. Okay. So, wir haben hier die 8 der Münzen, die 4 der Kelche und den Ritter der Kelche. Es wurde hier viel Wert aufgebaut, viel investiert, vielleicht schon in ein Gegenüber. Das heißt viel Geld, viel Zeit. Ja, viel Geld, viel Zeit, viel Arbeit investiert in ein Gegenüber, wo dann vielleicht nicht dementsprechend das rausgekommen ist, was ihr erhofft hattet in der Vergangenheit, so sehe ich das. Und im Oktober jetzt kommt aber jetzt dieser Mensch, in den ihr in der Vergangenheit investiert habt. Schauen wir weiter, ob das möchte jetzt jemand auf euch zukommen. Münzen. Fünfter Stäbe. Ich sehe hier euch in den König der Münzen. Dass hier viel los ist. Hier wird viel aufgebaut mit vielen Menschen. Und das möchte hier jemand zu euch kommen. Ihr konzentriert euch aber kann es sein, dass ihr euch hier mehr auf die Zeit, Geld, Arbeit konzentriert habt und ihr eigentlich hier ein Angebot bekommen hättet. Ich sehe nämlich den direkten Aufbau von euch von 8 der Münzen auf 9 der Münzen. Und hier kommt erneut jemand auf euch zu, der euch den Kelch reichen möchte, den ihr in der Vergangenheit abgelehnt habt. Vermutlich aus dem Grund, weil ihr zuerst diese 9 Münzen erreichen wolltet. Was ziemlich viel Arbeit oder beziehungsweise ziemlich viel Aufregung, ziemlich viel Hektik auch mit anderen Leuten, ziemlich viel Aufbauarbeit war, wie man hier sehen kann. Etwas hat vielleicht beruflich, vielleicht Selbstständigkeit, vielleicht hast du dir eine Selbstständigkeit hier aufgebaut. Und hast deswegen diesen
diesen Menschen hier in der Vergangenheit nicht zu nah an dich rangelassen, weil du hier Arbeit hattest. Aber im Oktober kommt dieser nochmals trotz der Ablehnung auf dich zu. Hier haben wir auch die 6 der Stäbe zur Eroberung. Es kommt dich hier jemand und will dich erobern. Egal, ob du eine Frau bist oder ein Mann, ich sehe dich als König der Münzen. Ich weiß nicht, für Oktober haben wir die Frauen auch sehr in der männlichen Kraft. Was gibt's hier für dein Gegenüber zu sagen? Für unsere Skorpione im Oktober. Was gibt es zum Gegenüber zu sagen? Okay. Wow, 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 wow. Definitiv auch in seiner männlichen Kraft. Also hier alle in der Handlung. Der will hier definitiv die Wunscherfüllung hier. Du bist seine Wunscherfüllung. Er will hier vorwärts machen und an der Stabilität arbeiten. Also ich sehe auch, dass er an der Beziehung arbeiten, ja, wenn man hier schaut, also der will hier auch an der Beziehung arbeiten. Ich weiß, ich sehe nicht, was ihr in der Vergangenheit schon hattet, aber er sieht hier definitiv deinen Wert. Du hast hier irgendetwas aufgebaut. Irgendetwas aufgebaut. Und er kommt hier, ja. Der kommt hier. Der will hier gemeinsam mit dir an etwas arbeiten. Ja, hoppala. Wunderschöne Legung für unsere Skorpione im Oktober. Wenn euch meine Legungen gefallen, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal und dann tschüss!